Hallo, liebe Gitarrenfreunde. Jeder, der eine Gitarre spielen möchte, muss sich leider eine kaufen. Es sei denn, er kann sie eine leihen. Aber wenn er eine kauft, dann geht es um mehrere Sachen. Entweder man hat ein kleines Budget, hat ein großes Budget, man kann spielen, man kann nicht spielen. All das spielt da rein. Und man muss sich aber entscheiden, was nimmt man? Nimmt man Made in Germany? Gibt es das noch? Made in Germany? Hier ist noch Made in Germany, schon 23 Jahre alt. Auch dieser Gitarrenbauer ist leider zwischenzeitlich verstorben. Es war Klaus Doll. Aber das ist die Doll-Gitarre. Was findet man in den meisten Läden? Die meisten kommen aus China. Fangen wir mal so ganz unten an mit der Preisklasse. Die Chinesen, die kriegen ja schon gewaltige Sachen zustande. Und da finden wir auf dieser Seite hier eine Gitarre von Kai. Ganz ordentlich so verarbeitet, bisschen blank und so, ja nicht ganz perfekt. Aber funktioniert auch hier die Wirbel nicht so das Beste, aber es funktioniert. Aber der Klang. Was da für 99 Euro rauskommt, das ist schon gewaltig. Das muss man sagen, da kann man schon drauf spielen. Gehen wir mal weiter. Was gibt es noch? Ich habe hier noch eine Johnson, auch aus China. Auch die Kai kommt aus China. Wer lässt heute nicht in China bauen? Diese Johnson ist ein Martin HDN28 Nachbau, von der Form her. Sehr schönes Instrument, auch holztechnisch. Johnson DJD37 heißt das gute Stück. Um die 400 Euro und das ist schon ganz in Ordnung. Da kann man also drauf spielen, auch von dem ganzen Aufbau ist das hier schon eine gute Sache. Aber wir gehen weiter. Hier haben wir eine Lark, liegt auch ungefähr bei 440 Euro, glaube ich. Also die Lark sind alleine von der Optik sehr schön hier. Hier alles ganz toll gemacht, hat noch einen Tonabnehmer drin. Klang hier. Wird auch in China gebaut, das Ganze. Französische Marke allerdings. Die ganz teuren davon bauen sie irgendwo in Frankreich.
sehr schöner, ausgeglichener Klang. Das ist auf jeden Fall auch schon was sehr Gutes. Wir machen weiter. Das ist ein Instrument der Firma Thomann, Harley Benton. Das ist das Spitzenmodell, was die haben. Also alles feinste, solide Hölzer. Ganz toll, mit Tonabnehmer, allen drum und dran. Hier sehr gute Wirbel von Grover, wie bei Martin. Also die haben hier an nichts gespart bei der Sache. Das gute Stück hat auch einen guten Sound, muss man sagen. Der Bass ist nicht so der absolute. Es geht und hier die H-Seite ist etwas kräftig durchkommen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also die Chinesen haben das nicht perfekt abgestimmt, aber trotzdem eigentlich ein ganz gutes Instrument, also da kann man wirklich nicht meckern. So, jetzt ist ja die Frage, wie viel Geld muss ich ausgeben? Und nehmen wir jetzt mal so als Vergleich diese Martin HD28. Die habe ich jetzt seit 1980. Die hat also schon 38 Jahre auf dem Buckel. Die alten sollen ja noch besser sein als die neuen. Da haben wir natürlich hier diesen typischen Martin-Bass. Raus, kann man nicht meckern, alles sehr schön, kostet natürlich auch einen Haufen Geld sowas. Wenn man jetzt mal den direkten Vergleich sieht und das mal mit der Kai für 99 Euro vergleicht, ja, wo ist sie denn? Hier ist die Kai für 99 Euro. Gewaltig ist der Unterschied nicht. Und ob es dann wirklich wert ist, so viel auszugeben, das muss sich jeder dann überlegen. Denn mit dieser Gitarre für 99 Euro kann man durchaus schon gute Sachen anstellen und spielen. Nur, jetzt haben wir noch eine Sache. Wir haben ja noch von Harley Benton eine Sache, wenn man denn mal in Urlaub fahren möchte. Dann haben wir hier noch ein sehr schönes Instrument zum Mitnehmen, was irgendwie 69 Euro oder so kostet, bei Harley Benton, Thomann. Wir haben es mal probiert und muss sagen, es hat schon einige Urlaube hinter sich. Als Handgepäck im Flugzeug kein Problem. Gitarre
einen anderen Sound. Und deshalb kann man nicht sagen, dass der Sound irgendwie schlecht ist, sondern man kann sehr gut drauf spielen und es ist so zum Mitnehmen und so für ein paar enge Ecken und so mal im Auto ist das eine schöne Sache. Also auch zu empfehlen, wenn man was zum Mitnehmen braucht. Zwar nicht zum Klappen, aber so als ein Stück. Also auch in Ordnung. Zum Abschluss aber noch zurück zu Made in Germany. Das ist also die, wo ich eigentlich am meisten drauf spiele.